Ball. Und das sind Spezialisten in Piaffe und Passage. Vielleicht nicht so ganz in den Grundgangarten, so gereift wie ein deutsches Warmblutpferd. Aber schauen Sie mal, was der für einen Kragen da allein schon drauf hat. Was der für eine Aufrichtung besitzt. Da kommen zwei stolze Spanier aus Sevilla in die Bahn. Die vierte waren im Special bei den Olympischen Spielen vor 2 Jahren. Da tauchten sie doch gar nicht so richtig auf. Da waren sie 15. Letztes Jahr bei der EM nur 24. Und sie fangen mit dem an, was sie am besten können. Das Publikum, wie es begeistert ist, natürlich allein von der spektakulären Vorderbeinaktion des Pferdes. Aber der schiebt auch wirklich von hinten mit ran, da wo es drauf ankommt. Und dann natürlich in der Dunkelheit der Nacht ein solch imposanter Schimmel. Das ist natürlich was für die Galerie. So ein bisschen rechts und links jeweils, in der Vorderhand seitlich ausgreifend. Könnte auch böse sagen, wie früher die Pferde auf dem Acker beim Rüben verziehen. Aber er hat eben Kraft und Athletik in sich. Dieser Fuego. Und er hat auch ein bisschen Grundgangarten im Vergleich zu manch seinen Stammgenossen und Artgenossen der Iberischen Halbinsel. Schön gedrungen als Pferd ist. Natürlich auch im Bewegungsablauf so ein bisschen zackiger, elastischer. Fällt es ihm relativ leicht, eine Pirouette zu springen, die aber
doch durchaus mit dem Kreis der Hinterhand etwas dezenter hätte ausfallen können. So, die ist richtig gut gewesen, zumindest zu 75%. Ja. Die Spanier, sie machen eine Show draus. Schon immer und auch Herr Munoz Diaz. So, vom Galopp in die Piaffe. Unwahrscheinlich schwierig und da musst du schon einen dafür haben, der nachts von der Piaffe träumt. Das kommt an. Da legst du dich fast noch nieder. Spanisches Temperament, da selbst der spanische Trainer John Bemelmans es kaum fassen kann. Lexington und Kentucky. Hier wird die Nacht lebendig. Das war das Feuer im Viereck, im wahrsten Sinne des Wortes. Vom Temperament her, das haben sie alle erwartet, weil es ist das einzige reinrassische spanische Pferd. Und das kann auch nur, glaube ich, ein Spanier mit seiner Leidenschaft so vorstellen. Da kannst du nicht irgendeine hypologische Schlaftablette draufschieben und sagen, jetzt geht's los. Das wollen sie nicht sehen. Das ist eine Kür. Ob das jetzt von der Qualität her so war wie Mistral Heuris, das wage ich zu bezweifeln. Das Pferd hat einfach nicht diese Qualität im Gesamtpaket. Aber als Entertainer hätte er heute Abend hier absolut den Grimme-Preis verdient. Ja, anbetungswürdig. Das ist Dressursport. Sport ist Unterhaltung. Und Dressur kann es sein. Auch der starke Galopp hier. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Senorita hinten auf der Gruppenpartie des Pferdes. Oder vielleicht noch die Garrotsche in der Hand des Reiters. Tja. Phänomenale Vorstellung. Das war fast wie ein Champions-League-Sieg von Real Madrid oder Barcelona. Nur ehrlich gesagt wird er nie die Champions League gewinnen. Nur bei den Emotionen. Fantastisch. Denn andere haben einfach doch noch einen etwas besseren Spieler unter dem Hintern, im Gesamtvolumen. Aber ein Top-Ergebnis von über 80% muss das geben für diesen Senor aus Sevilla. Ja, muy bien, fantastisch.